Aló. Hallo und guten Abend. An diesem endlich wieder richtig schön warmen slash heißen Tag. Für heute geplant Geotastic. Erst wieder ein bisschen Pinpointing. Wir müssen. Na, guck mal, wo stehen wir hier? Okay. Battle Royale müssen wir ein bisschen spielen, um wieder in die Top 50 zu kommen. Danach Instinct Pinpointing. Um zumindest die Top 100 wäre schon nicht schlecht. Sollte Raphael da sein, spielen wir diesen Modus, den er sich beim letzten Mal gewünscht hat. Und es gibt für morgen noch was anzukündigen, aber da warte ich, bis mehr Leute da sind. Dann heute ab 21:30 Uhr geht's weiter in Hearts of Iron mit unserem kommunistischen Südafrika-Run. Und ich würde sagen, let's go. Eine Minute, dann geht's los. Na, so passt mir die Lautstärke. Ich habe vorhin gesehen, Rorania war online und hat Geotastic gespielt. Und, wie hieß der? Revi Insight? Ein ziemlich großer Streamer, 2000 plus Zuschauer. So aus dieser Hand of Blood Spandau Bubble, glaube ich, ist er. Der hat heute gespielt. Also es ist tatsächlich mal wieder ein richtig großer Fisch auf Geotastic aufmerksam geworden. Okay, let's go. Jo, gelbe Nummernschilder, EU, Luxemburg oder Niederlande. Das ist eine französische Karl-Marx-Straße, also wird das Luxemburg sein. Easy, okay, TXK ist am Start. Simsalabim ist am Start. Und ihn hier mit dieser seltsamen Schrift da, den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ein bisschen lauter kann ich es mir machen. Ist halt ein sehr schönes Lied. Spanien. Aha, hat da vielleicht jemand die Sprache verwechselt? Niederlande wegen den Nummernschildern, ja. Belgien? Belgien kann ich auch verstehen, wenn es Frankreich nicht war. Ist halt ein Problem mit den Nummernschildern dann. Deutschland und Österreich, ja. Könnte man schon glauben, wenn man es hier sieht, aber die Nummernschilder und Sprache. Aber ist wahrscheinlich auch nicht so leicht für jemanden, der vielleicht kein Europäer ist. Oh, guck mal hier. Schicke Kirche. Und da ist die Runde vorbei und direkt Top 4 am Start. Das ging schnell.
Uff, okay. Das könnte irgendeine Inselgeschichte sein. Wir brauchen hier mal kurz die Sprache. Kemabong, Sapang. Das klingt schon indonesisch. Malaysia war's. Jo. Sorry, Tropics, aber da war ich ein bisschen schneller. TXK und Simsalabim. Let's go. Hallo Norabilis, wie geht's? Klang vage ungarisch. Schweiz. Dritter geworden. Direkt wieder rein. Ey, Scheißtag heute. Ah, mies. Was ist denn passiert? Was war bei dir heute denn los? Eine Minute. Die Zeit nutze ich doch glatt mal, um hier schon mal für später für Hearts of Iron wieder unsere Südafrika-Hymne rauszusuchen. Anthem Project. So. Das werden wir ab 21:30 Uhr hoffentlich wieder brauchen. Hey TXK. How are you? Are we in the same lobby again? Yes, we are. Okay. Oh, Sao. So, that might be Brazil. Bis ich die Unterlagen. Eieiei. Ach, Norabilis. Das tut mir leid, dass das bei dir momentan alles so ist. Sahafasa, was? Flaggen. Malaysia. Ja, maybe. Hey Barbossa, wie geht's? Ah, Norabilis, ey, da kam heute ja einfach alles bei dir dann zusammen. Ich wollte es gerade sagen. Da war ich ein bisschen unkonzentriert. Fuck, das hat uns jetzt ordentlich Punkte gekostet. Also, Nora, das mit deiner Wohnung, das ist ja. Ey, ich finde es immer noch so krass, dass das so lange dauert, bis du da deine Unterlagen bekommst, einfach. Dass die dich da zig Monate hinhalten. Und jetzt nochmal 1 bis 2 Monate. Einfach unvorstellbar eigentlich. Ja, das mit dem Handy weggelegt und direkt wieder eingepennt, kann ich mir vorstellen, ey.
Wenn du aufwachst und direkt zwei solche Nachrichten bekommst, da hätte ich auch keinen Bock, dir noch irgendwas zu machen. Hätte ich mich auch direkt nochmal umgedreht, wahrscheinlich. Auf Play gedrückt, abgestürzt, ja. Und dann hättest du wahrscheinlich wieder diese irgendwie 2 Minuten Werbung pro Minute Serie oder so. Ach, das ist doch scheiße. Ja, mit dem Internet ist Zocken natürlich nicht drin, ne? Und dann wieder hinlegen wollen und dann kommt der Besuch, ey. Was war's denn für Besuch? War der Besuch wenigstens gut? War wenigstens der Besuch gut, Norabilis? Nicht für mich. Na, einfach immer schlimmer geworden. Ach ja. Aber hey, wenigstens hast du deinen Accountnamen noch. Das ist auch schon mal was. Und deine Emotes hast du auch noch. Wenigstens das. Und wie war das Wetter bei dir da im hohen Norden? War das wenigstens warm? Ja, Raphael, ich dich auch, aber nur ganz kurz. Ich war mit den Augen zu viel im Chat und bin direkt rausgeflogen. Hier den Modus, den habe ich hier noch, den du letztes Mal vorgeschlagen hast. Den spielen wir heute auf jeden Fall noch. Noch. Nachts regnerisch, stürmisch, tagsüber recht warm. Ja, es ist auch besser als andersrum, Nora. Oh, I don't want to, TXK. Oh, ist okay. Immer noch 52, nichts verloren. Also hier ist auf jeden Fall blauer Himmel. Und ich kann mich auf jeden Fall im Moment echt nicht beschweren. Ach so, dein Rank. Dann haben wir jetzt aber wenig Zeit. Oh, only second? What happened? Last time I checked, you were the number one. Insbesondere Stream macht im Moment richtig Spaß. So, diesmal müssen wir uns aber konzentrieren, nicht wieder direkt rausfliegen. Da haben wir es. Kambodscha, easy. So, Piegas ist da, Kane ist da, Barbossa ist da, Tropix ist wieder da, TXK ist nicht da. Okay. Wenn wir uns konzentrieren, kriegen wir hier vielleicht unsere goldene Gans. Mal gucken. In Star Citizen? Das war's, was du gespielt hast, ne? Nee, welches Spiel war es denn? Ah, Eisprinzessin, die Antwort ist noch dieselbe wie die letzten Mal, wo du immer gefragt hast wegen Hearts of Iron Multiplayer. Kann ich mir irgendwann vorstellen, aber erst wenn ich das Spiel quasi im Solo soweit drin habe. Und die DLCs alle drauf haben. Danach sehe ich kein Problem. Danach bin ich offen für Voll Multiplayer. Davor noch.
Ach, Path of Exile. Hey. Warum brauchst du die so unbedingt in Norabilis? Aber das juckt hier so, ey. Hoffentlich will das kein Pickel da. So, Barbossa und Piegas und Kaynay sind noch da. Das sind die Leute, die ich mit mir in den Finalrunden sehe. Zuckeraffe kenne ich nicht, scheint aber auch ganz gut zu sein. Ein lustiges Ripping Mode. Ja, das ist ja ganz schön laut, ey. Bei deinem Bild darauf aufbaut. Na gut. Aber vielleicht dann auch ein bisschen optimistisch, sich ein Bild zu bauen, der auf die zwei teuersten Items im Spiel angewiesen ist, oder? Fun Fact, die Mongolei erkennt man auch am Google-Car. Ja, ich würde sagen, die Mongolei erkennt man vor allem am Google-Car. So, das Google-Car und halt wie die Häuser und Siedlungen aussehen. Daran erkennt man die Mongolei am allerbesten. Hallo Alter, wie geht's? My home and the river. Australien, halt den an. Australien, jo. Oh, Piegas. Nicht rausfliegen. Wenn du dafür einfach mal jeden Content easy machen kannst, dann lohnt sich das schon. Ja? Vorausgesetzt, du kriegst deine beiden Items. Vielleicht Balkan. Ja, die Bollards. Irgendwann müssen wir uns mal wirklich um die Bollards kümmern. Dass wir die lernen. Was ist das hier? Kein EU-Nummernschild? Dacht ihr. So. Sowas in der Art haben wir. Ich wollte es gerade. Ach Leute, ich wollte gerade Kroatien sagen. Ich bin zu langsam. Nein, 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 nein. Raus. Shish. Oh, ich glaube, ich bin irgendwie noch nicht richtig wach. Alter, der Stream noch keine halbe Stunde. Schon den ersten Liter weggetrunken. Gut, wenigstens haben wir keine große Wartezeit. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ist das griechisch? Also hier sieht es auf jeden Fall griechisch aus. Jo. Na, Raphael ist da. Piegas ist da. Simsalabim ist da. Und der Tripler. Und Steffboy. Und noch ein anderer Raphael. Aber mit F und nicht mit PH. Erste Runde raus. Perfekt. Ja, Alter. Passiert. Hatte ich vorhin auch schon mit Spanien. Ah, das wird Bangladesch sein. Ja. Gleich da. Was ich sagen wollte, besonders Streaming macht momentan richtig Spaß. Zum einen, weil ich jetzt seit fast einer Woche jeden Stream einen zweistelligen Zuschauerdurchschnitt hatte, was
was so ein kleines Ziel war, das ich mir gesetzt hatte. Und zum anderen, oh, ich krieg gerade voll den. Oh, mein Rücken sagt gerade, dass ich es euch auf jeden Fall sagen soll. Ausrufezeichen sitzen in den Chat, wenn ihr seht, dass ich schief sitze. Weh, ich hab's ja gerade. Oh, hoppala, wir haben nicht die Zeit. So. Und der andere und vielleicht sogar noch größere Grund ist, dass ich mich momentan auf jeden Stream freue, weil momentan an jedem Tag was ist, auf das ich richtig Bock habe. Das war nicht immer so. Es gab auch immer mal Streams, wo ich immer dachte so, oh, ey, das heute, quasi das, was heute im Plan steht, ist schon echt immer so das Tief der Woche mäßig. So zum Beispiel das Ende vom Vampir-Run, wo alles nur noch so geruckelt hat und ein paar andere Sachen. So. Mexiko? Nee. Oh, das Schild da. Wie konnte ich das denn übersehen? Zeig her! Chile, 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 da steht's doch. Das war wieder knapp, ey. Aber im Moment ist es richtig geil. Ich freue mich auf die, immer montags, auf die Hearts of Iron Runden. Weil die aktuelle Kampagne oder auch die letzte Hearts of Iron Kampagne, das war auch echt so, wenn ich wusste, oh, es ist wieder Montag, heute wieder die Italien-Kampagne weitermachen, echt nicht so viel Bock drauf gehabt, weil das halt, weil wir konzentrieren uns kurz, dann rede ich weiter. El Kiosco de Ana, siehst du mal. Das ist Spanisch. Weil das war echt sowas, oh, das hat nirgends hingeführt, ey. Jetzt bei dem aktuellen Run weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo das hinführen soll, als Südafrika gegen das United Kingdom irgendwann und so weiter. Aber ich habe richtig Spaß auszutesten, wie weit wir kommen. Darum Montag immer ein Highlight für mich. Dann Dienstag fangen wir diese Woche den neuen Crusader Kings Run an. Mit der neuen Erweiterung, eine ganz neue Kampagne. Tiladuva, Malvata. Ist es das? Ja. Darum habe ich auf morgen auch richtig Bock. Das wird sicher richtig cool. Endlich wieder eine neue Singleplayer-Kampagne in Crusader Kings. Da freue ich mich richtig drauf, wieder CK3 Singleplayer. Mit der neuen Erweiterung, das wird richtig cool. Dann samstags freue ich mich sowieso immer, weil da die coolen Multiplayer-Sachen sind. Diese Woche Samstag ganz besonders, weil ich bei ApeFox zu meinem ersten Mal Goose Goose Duck eingeladen bin. Und Sonntag ist halt wieder die Crusader Kings Sonntagsrunde, was sowieso immer ein Highlight ist. Also diese Streaming-Woche und eigentlich alle Streaming-Wochen in letzter Zeit, richtig geil. Griechenland! Okay, Finale gegen Danisab. Jetzt goldene Gans. Also darum wollte ich, das ist kurz die Zusammenfassung, warum die Streaming-Wochen in letzter Zeit, in der nächsten Zeit und insbesondere diese Woche richtig geil sind. Oberwieseweg, okay, da sind auch Berge, ich sag Österreich. Alternativ Deutschland, Schweiz dann. Oh, alter Schwede, ey. Ey, es gibt drei deutschsprachige Länder und ich tippe original erst die beiden falschen. Ein Wunder, dass wir hier Erster geworden sind. Aber es gab auch so eine komische Verzögerung. So, das Spiel hat immer gefühlt ein, zwei Sekunden gebraucht, um meinen Guess anzunehmen. Aber es hat trotzdem gereicht, darum beschweren wir uns nicht. Wir haben unsere goldene Gans und sind im Ranking. Immer noch weiter hinten, als wir vorhin waren. GG. Hey, Nabenzidok. Hey, Kane.
Flamsin, danke für den Follow. Ich habe dich eben auch in der Lobby gesehen. Guck mal. Dann gehörst du ab jetzt auch zu den bekannten Namen, die wir immer laut vorlesen, wenn wir sie in der Lobby sehen. Guck mal, erste goldene Gans des Tages, erstes Follow des Tages. Ich hab's im Gefühl, das wird eine richtig geile Streaming-Woche. Jo, hallöle Flamsin. Ah, richtig hyped. Und das Wetter ist heute auch wieder richtig cool. Mann, Mann. Es hat auch so ein bisschen so einen Beigeschmack, so das Gefühl, oh, wenn das so geil anfängt. Das ist immer. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu pessimistisch. Aber da kriege ich immer das Gefühl, oh, wenn es so geil läuft, das ist doch einfach nur eine Ankündigung davon, dass diese Woche noch irgendwas richtig Schlimmes passiert. So dass man es erst richtig geil macht, damit es, wenn das Schlimme kommt, umso härter reinkickt. Aber das ist einfach mein Pessimismus. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es eine richtig geile Woche wird einfach. Israel. Ja, hab leider nicht viele Ahnung, deswegen ist bei mir viel raten. Ja, aber Pflanzen, so wird das ja bei den meisten, also bei allen am Anfang gewesen sein. Man geht rein mit so grundlegendem Geografiewissen von jemandem, der sich einfach für andere Länder interessiert. Und der Rest, so das Gefühl für die Länder und die Meta, das kommt mit der Zeit. Aber ich werde gerne versuchen, dir ein bisschen was mitzugeben an Meta. Hier zum Beispiel diese gelb-schwarz geringelten Pfähle gibt es in Taiwan und Südkorea. Und hier auf diesen Reissäcken waren chinesische und keine koreanischen Schriftzeichen. Darum Taiwan. Jo, danke, Flamsin. Eben, Schritt für Schritt. Ha, TXK, yeah. Also hier das Gefühl für die Gegend, das wird Indonesien, Malaysia oder die Philippinen sein. Ich wollte gerne hier rein eigentlich, darf ich aber nicht. Schade. Ich meine, es könnte auch Thailand oder Kambodscha sein, fühle ich aber momentan noch nicht so. So langsam kommen die Guesses rein. Ich suche nach Schrift. Irgendwas Geschriebenes. Okay, die Zeit wird knapp. Wir sagen Malaysia, weil Indonesien. Oh ne, beides schon getippt. Philippinen auch. Thailand auch. Dann bleibt ja nur noch Kambodscha. Deutschland. Oh Gott, Norabilis, was ist jetzt schon wieder passiert? Warum das rote Wutsmiley? Ja, wo in Deutschland wohnst du denn? Bei uns ist das Wetter schrecklich. Ich wohne in Ostwestfalen. Wo wohnst du denn? Wenn das Wetter bei euch schrecklich ist. Oh, wir haben die rote. Guck mal, Flamsin. Hier, diese Insel, Åland. Wenn es aussieht wie Skandinavien und insbesondere wie Schweden, aber die Straßen, also der Asphalt hat diesen Rotstich. Wegen irgendwelchen Sedimenten, die damit beimischen, keine Ahnung. Dann ist es diese Insel hier, Åland. Siehst du, da hast du direkt ein bisschen Meta bekommen, mit der man eigentlich schon relativ weit kommen kann. Wenn du das Glück hast, Åland zu kriegen. Jo, das habe ich auch gesehen, Flamsin. Cambodian People's Party, also einfach die kambodschanische Volkspartei. Ah, das habe ich ehrlich gesagt erst im zweiten Moment gelesen, sondern halt, worauf mein Auge schon so geprägt ist mittlerweile, einfach die Schriftzeichen. Kambodschanische Schriftzeichen kann man sehr gut in den meisten Fällen von thailändischen unterscheiden. Und es gibt so ein paar Schrifttypen. Mal gucken, wie viele davon ich dir heute hier zeigen kann. Aber es gibt so ein paar Schrifttypen, da weißt du instant, welches Land das ist.
So, Japanisch und Chinesisch habe ich Probleme. Aber Thai, Kambodschanisch und Sri Lanka und vor allem auch Hebräisch in Israel, das sind richtig gute Hinweise, wenn man ein Auge dafür hat, wie die aussehen. Norabilis, was brüllt er denn? Brüllt er irgendwen an oder? Das ist Chinesisch und Englisch. Das wird Taiwan oder Hongkong sein. Hier steht, da geht's nach Macau. Also ist das Tier wahrscheinlich Hongkong. Finale mit Piegas und Raphael. What? Du bist auch im OWL? Und bei dir ist das Wetter schrecklich? Krass. Eben Flamsinn. Schrift bringt einen super weit. Schrift und Sprache. Und die gute alte Stangenmeter. Kenia. Wir sind in Afrika, wir haben Stangen auf dem Dach, wir haben, auch wenn man es hier nicht sieht, Linksverkehr und hier diesen Schnorchel am Auto. Das ist Kenia. Eine dumme Frage, wie loggst du so schnell ein? Mit Leertaste. Das wusste ich auch lange nicht. Ich habe bestimmt 1 oder 2 Monate gespielt, bis mir das im Chat jemand verraten hat, dass man mit Leertaste einloggen kann. Könnte Spanisch sein. Wir haben die gelbe Mittelbahnmarkierung. Das heißt, wir sind in den Amerikas. Ach, scheiße, wir sind schon im Finale. Fuck! Ich hab's gar nicht mitbekommen beim ganzen Gelaber. Shit. Sehr gut, Piergas. Well played. Fucking Streamer-Krankheit, ey. Die ganze Zeit mit den Augen im Chat gewesen. So, wie viele Punkte brauchen wir für die Top 50? Sag an. Oh, 9 Punkte brauchen wir noch. Hallo Zuckeraffe, hi. Dich habe ich eben auch in der Lobby gesehen. Du hast Hide the Pain Herald als Profilbild gehabt, ne? Also, jo, Leertaste habe ich zum Glück im Chat gelernt. Hilft super, gerade wenn man ins Finale kommt oder so. Vor allem kannst du quasi ein Land auswählen, dann quasi schon deinen zweiten Guess auch anwählen und die ganze Zeit Leertaste spammen, falls dein erster Guess falsch ist. Er dübelt, raucht, kifft, ein Jamaika-Spliff, wie auch immer man es nennen möchte, und kotzt sich dabei die Lunge aus dem Leib. Eieiei. Der wahrscheinlich nicht der angenehmste Nachbar, ne? Die Wohnung hier nebenan ist frei geworden letztens. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt einzieht, ey. Ich habe da 3 Mieter in der Wohnung mitbekommen. Die ersten beiden waren richtig schrecklich. Das war richtig Terror. Die letzten waren richtig gut. Und mit gut meine ich einfach leise. Mal gucken, was da jetzt reinkommt, ey. Hoffentlich nicht wieder irgendwas, wo ich den ganzen Tag genervt bin. Vielen Dank, Zuckeraffe, für den Follow. Du müsstest die 320 sein, wenn ich mich nicht irre. Vielen, vielen Dank für diese runde Nummer. Ich hoffe, du hast Spaß hier. Bis 21:30 Uhr gibt es heute auf jeden Fall noch Geo. Unterschiede Japan vom Rest nicht an Schrift, bekomme das auch nicht hin. Ja, wirklich Japan. Der Vorteil bei Japan ist, meistens steht es nochmal in Englisch drunter und dann kannst du daran an der Sprache erkennen, ob es Japan ist oder nicht. Aber die Schrift von China zu unterscheiden, kriege ich nicht hin. Kyrillisch und Griechisch habe ich auch manchmal Probleme, abhängig davon, welche Schriftzeichen da sind. Der stinkt und nervt einfach nur. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, gehen wir wieder rein. Bisschen mehr im Gebirge. Was ist denn die nächstgrößere Stadt bei dir, Raphael? Bist du bei Detmold da, oder was? Und das macht er jeden Tag zu jeder Zeit. Oh, Norabilis, Mann. Hoffentlich kriege ich nicht so eine als nächstes als Nachbar. Ja, duet, Flamsen, duet.
Der Herald. Hype the Pain Herald war von meinem letzten Mathelehrer damals sein Lieblingsmeme. Hallo, ciao, wala, moin, moin und willkommen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Dieser Name. Der Zuckeraffe. Paderborn. Guck mal, bei mir ist die nächstgrößere Stadt Bielefeld. Da sind wir gar nicht so weit auseinander. Krass. Ah, ich sehe gerade, hier zieht sich der Himmel auch langsam ein bisschen zu. Nicht, dass dein Sturm jetzt von dir hier rüberkommt. Ja, Südostasien. Okay, da geht es in beide Richtungen nirgends hin. Ich sage Indonesien, weil die Zeit knapp wird. Okay, C-Dog ist am Start. Blackie ist am Start. Tripler ist am Start. Steffboy ist am Start. Alter of Nobles ist am Start. Und das sind unsere bekannten Gesichter. Blackie. Oh, Blackie habe ich in letzter Zeit wenig gesehen. Aber Blackie und C-Dog, das sind schon echt harte Konkurrenten, die wir jetzt haben. Guck mal, Setsubo ist bei den betreuten Enten. Kenne ich aber gar nicht. Ah, schon ein bisschen Scouting-Arbeit erledigt. Ja. Hast du wieder ein paar Leute für deine Squad gesucht, Jawala? Ist das laotisch? Haben wir Stangen auf dem Auto? Nee, dann Thai? Naja. Bei Thai ist das Problem, Thai erkennt man, dass da überall so kleine Kringel dran sind. Aber je nachdem, in welchem Font so Schilder gedruckt sind, hier so diese kleinen Kringel, dann sieht man die manchmal nicht. Bei Thailändisch kommt es immer so ein bisschen auf den Font auch an. Oh, hier, Ihre Majestät. Der König von Thailand. Ah, ihr werdet wieder aktiver. Ach, Raphael. Ach ja. Aber entschieden ist er noch nicht. Bielefeld-Hype. Oh Gott. Diese Bielefeld gibt's nicht Geschichte, ey. Oh. Und dann bei. Echt? Wo hast du denn hier zig Flaggen gefunden? Hier sieht man zum Beispiel bei dem Font, man sieht diese kleinen Kringel nicht dabei. Andere Richtung gegangen, ja. Wen willst du denn in deine Squad holen, Chahuala? Kenn ich den vielleicht? Tai. Und hier sieht man auch, hier, das ist quasi, also in einem anderen Font wären diese Knubbel hier, diese kleinen Kringel, aber in diesem Font, und das ist halt der offizielle auf Straßenschildern, sieht man die nicht. Das ist ein bisschen fies. Muss man ein Auge für entwickeln. Noch niemand, man scoutet nicht einen Tag. Verzeihen, aber davon habe ich ja keine Ahnung. Ich bin ja selbst nur ein Squad-Mitglied und kein Leader. So, arabischer Raum, schwarzes Auto, das ist entweder Jordanien oder Palästina, das ist aber sehr selten. Jo, war Jordanien. Gewusst haben das natürlich meine Favoriten hier, Tripler, Blackie, C-Dog und Altar of Nobles. Die Straßennummer findest du einfacher. Oha, alter Jürgenos. Die werden 7 Tage lang beobachtet. Guck mal, Chahuala nimmt seinen Spot-Leader-Job richtig ernst. Finde ich gut. Templo de bla bla bla. Das ist portugiesisch, aber chinesische Schriftzeichen. Das wird Macau sein. Auch immer gut zu wissen, welches Land mal wo Kolonie war. Ansonsten kann man Macau daran erkennen, dass es ein hässliches Hongkong ist. Ja, und das stimmt leider. Und jetzt, da so viele Leute da sind,
sage ich es nochmal für euch alle. Sollte ich hier schief rumsitzen, dann Ausrufezeichen sitzen in den Chat. Dann passiert Folgendes. Setz dich gerade hin. So. Um mich daran zu erinnern, was gegen die Rückenschmerzen zu tun und mich einfach wie ein normaler Mensch zu setzen. Anstatt hier immer so schief rumzuhängen. Jo. Diesen Sprachbefehl haben wir seit ungefähr einer Woche. Weil den Rückenschmerzen hier jetzt endlich mal der Kampf angesagt wird. Deshalb habe ich keine Cam, ich liege meist im Stuhl. Ja, ich liege ja trotz Cam auf dem Stuhl. Hallo Viking! Moin! Ey, wenn ihr mich wirklich im Stuhl liegen sehen wollt, dann müsst ihr euch die letzte Stunde von meinem 14-Stunden-Stream zum 200-Follower-Special angucken, ey. Da hatte ich zeitweise einfach Sekundenschlaf. Wir haben zum Schluss Among Us gespielt und ich hatte teilweise einfach so einen richtigen Blackout. Ich hatte richtig Sekundenschlaf beim Zocken. Denn der Stream ging zwar nur 14 Stunden, was ja auch schon eine Menge ist, aber ich war halt davor super lange wach, weil ich die Nacht davor nicht schlafen konnte. Und insgesamt war ich da, glaube ich, schon seit über 30 Stunden wach. Rote Taxis gleich Hongkong. Und ey, das war am Ende. Ich habe mich die letzten 2 Stunden da nur noch so durchgequält, um die 14 Stunden voll zu machen. Und danach habe ich so krass gepennt. Ach, ihr habt gerade das Schwitzer-Event von Kert. Umpila, Kiku. Das ist ein Island. Okay. Da klingt ein bisschen so, ne? Ah, Finnland! Mann, ich hab's auch gesagt. Nicht all in gegangen. Zu langsam gewesen, wie immer. Ach so, die Lobby meinst du? Ja, wirklich. TXK war dieses Mal nicht dabei. Aber ansonsten war da schon einiges drin. Ach ja, das war mies. Wir müssen uns wieder fokussieren. Ich muss während der Runden einfach weniger quatschen. Was ist das hier, Thailand? Nee, das ist Indonesien. Man erkennt es an diesen Regierungsplakaten. Hier ist die rot-weiße Flagge. Hier ist alles rot-weiß. Aber vor allem auch diese lustigen Hüte. Und die Sprache. Kamatke, Bupati, Sultra, so das. Da hört man schon, das ist dann immer Malaysia oder Indonesien. Die hören sich relativ ähnlich an. Uma Makan, Nomad. Ich kann auch noch dazukommen. Oh ja, lass mal. Bin vorhin platt aus dem Büro heimgekommen. Ich könnte momentan nur Punkte abgeben. Ja, das fühle ich, besonders im Pinpointing. Oh jo, wir haben noch gar nicht geguckt, wer alles da ist. Palé ist da, Raphael ist da, der Zuckeraffe ist da, Altar ist da, Flamsin ist da. Und hier, Sinse können wir auch mal vorlesen. Den haben wir jetzt gleich schon zum dritten Mal in der Lobby heute. Aber jetzt ist er auch schon wieder weg. War ein kurzes Vergnügen. Habe gelernt, dass man bei wenigen Leuten einfach das erste Gefühl gessen muss innerhalb der Zeit. Man hat ja noch 2 Versuche übrig. Ja. Braunika. Europa, was Balkanesisches irgendwie. Nee, es heißt nicht Balkanesisch, ne? Einfach nur Balkanisch wahrscheinlich. Katholischer, Ulica. Oh, wie sieht's hier bergetechnisch aus? Nicht so krass. Ich würde mal Kroatien sagen. Jo. Danke. Zuckeraffe und Palais wissen's. So, jetzt nochmal konzentriert lesen.
Habe gelernt, dass man bei wenigen Leuten einfach das erste Gefühl guessen muss innerhalb der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, und das ist halt mein Problem, ich habe immer irgendwie, ich versuche das auch abzulegen, aber ich habe immer den Anspruch, mit dem ersten Guess direkt richtig zu liegen. Und sagen wir, die ersten Runden, bis man in den Top 4 ist, kann man sich das auch noch erlauben. Aber danach muss man einfach all in gehen. Mach ich zu selten. Und dann quatsche ich immer noch zu viel mit dem Chat während der Runden. Ja, ich in der Regel auch Zuckeraffe. Außer ich habe halt wirklich überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Was in Osteuropa meist der Fall ist. Okay, das ist ein interessanter Sprachenmix hier. Gucken wir lieber hier nochmal. Oh, was habe ich jetzt getan? Nö! Keine Zeit mehr zum Überlegen. Teil. What happened? Hä? Was ist geschehen? Ja, die Runde wird jetzt vorbei sein, ne? Ja, scheiße. Was war das denn? Oh. Ich glaube, ich bin raus und da hat sich ein Fenster geöffnet. Keine Ahnung. Aber was war das denn jetzt für... Ach nö, die ganzen Punkte. Wir rächen dich. Ja, mach das, Raphael. Da hat sich irgendein Fenster geöffnet, in dem Moment, wo ich geklickt habe. Und dann habe ich einfach in dem sich noch öffnenden Fenster irgendein Panel getroffen, das die Lobby für mich beendet hat, oder was? Ja, das war jetzt irgendwie... Ja, mies. Ah, die Punkte. Aber egal, wir haben noch 1,5 Stunden Zeit für Geo. So langsam komme ich auch rein. Wir haben schon die erste goldene Gans gehabt. Wir kommen noch in die Top 50. Wenn wir in den Top 50 sind, spielen wir diesen Modus, den Raphael uns vorgeschlagen hat, letztes Mal. Und wenn dann noch Zeit ist, machen wir Pinpointing, also Instinct Battle. Ja, Flamsin, siehst von der positiven Seite. Jetzt kannst du wieder mit in meine Lobby reingehen. So. Ja gut, Flaggen kennen, zumindest die Flaggen der Länder, die im Spiel enthalten sind, die sollte man auf jeden Fall drauf haben. Und allgemein sollte man drauf haben, welche Länder alle im Spiel drin sind. Ja, wir haben die ganz kleinen Außenbahnmarkierungen, darum würde ich direkt mal sagen Schweden. Unten. Oh, war nicht korrekt. Hoppala. Viking unten am Bildschirmrand ist da irgendwo dieses Filmklappensymbol. Damit kann man Clips machen. Ist das ein baltisches Dach? Ja, Estland. Hier, Flamsin für dich. So, diese lamellenartigen Dächer, so die Farbe und die Struktur, sind super typisch für die baltischen Länder hier oben. Das ist gehört mit zu meiner Lieblingsmeta. Notizen. Siehst du, wenn wir jetzt schon Note-Emote hätten... Das hätte man an dieser Stelle jetzt benutzen können.
Balkan, Adria, EU. Ah, Mann, das war auch schon rot. Und ich habe direkt meinen ersten Guess komplett weggebügelt. Oh, Moment mal. Ist das hier ein Rift im Himmel? Ah, der ist klein. Okay, die Zeit läuft uns raus. Gucken wir einfach mal ein bisschen durch, was man uns übrig gelassen hat. Okay, gut. Wenn du im Balkan bist und hier diesen Rift im Himmel hast, also diesen Riss, dann ist es Montenegro. Ich war mir diesmal nicht so sicher, weil der oft ausgeprägter zu erkennen ist. Ja, so, hier. So sieht er normalerweise aus. Also im Balkan lohnt es sich oft, mal in den Himmel zu gucken. Genau, am Start ist es deutlicher. Hi, Viking. Aber dann kommt es jetzt darauf an, wie wichtig dir die Sache ist. Weil dann nach dem Stream im VOD kann man dann nochmal alles komplett klippen. Da kommt es dann darauf an, ob man sich dann morgen noch dran erinnert oder wie wichtig es einem wirklich ist. Wir sagen Schweden. Jo. Denn, Achtung, Flamsin, jetzt kommt wieder ein guter Tipp. Hier die Außenbahnmarkierung. In Schweden ganz kleine Striche, hier. In Norwegen normale mittellange Striche. Und in Finnland ein langer durchgezogener Strich, die Außenbahnmarkierung. Was? Papadakis? Das klingt sehr griechisch. Liquor Store. Weiße Straßenbahnmarkierung. Wir haben Linksverkehr. Wir haben eine schäbige Kamera. Das wird Australien sein. So, wer ist jetzt noch alles drin? Alta ist drin, Sea Dog und Blackie. Ja, es ist leider so. Richtig Kartoffelcam. So, das ist. Also türkischer als das wird's nicht. C mit dem Haken, S mit dem Haken, lauter Üs, hier ein G mit so einem Ding drüber. Yilmaz stand oben drüber. Da bist du entweder in der Türkei oder in Berlin. Keine Ahnung, ob das ein passender Witz war. Ich war tatsächlich noch nie in Berlin. Okay, ja. Aha. Grüne Taxis, Chinesisch, Hongkong. Ei, Alter, da bist du raus. Und jetzt? Finale mit Blackie. Die Woodheads gegen die Stormquakers. Man darf gespannt sein. Gespannt sein. Japan. Instant. Gelbes Nummernschild. Komisches kleines Auto, die Architektur. Safe Japan. Französisch und Arabisch, das ist Tunesien. So schnell muss das gehen. Oh, der Blecki. Oh, der Blecki.
So, jetzt nur noch 13 Sekunden Zeit, bevor die Zeit abläuft. Spanisch. Ich sag Peru. Ist es nicht? Ich sag Chile. Und jetzt haben wir ein Problem. Mexiko wäre es gewesen. Nice. GG. Da haben wir uns nichts vorzuwerfen. Ja, doch, wir hätten gucken können, ob das Auto blau ist. Das hätten wir machen können. Dafür hätte die Zeit wahrscheinlich noch gereicht. 56 sind wir. Wir kommen gefühlt nicht wirklich weiter voran. Ja, gut, der Sonnentrick, ne? Wenn man dafür die Zeit hat, auf jeden Fall. Mit Mexiko hat er mich eben auch rausgeworfen. Ja, eben, Chahuala. Ich hab nicht dran gedacht, auf das Auto zu gucken. Das Auto wäre wahrscheinlich blau gewesen. Und dann hätten wir gewusst, dass es Mexiko oder Brasilien ist. Das sind die zwei Länder mit blauen Autos in Amerika. Ja, wieder rein. Und um das nochmal aufzugreifen, schäbige Kamera Australien. USA, Australien und manchmal Neuseeland, die sind wirklich daran zu erkennen, dass es teilweise richtig, richtige Kartoffelkameras sind. Aber es gibt halt wirklich so Metasachen, da bin ich noch gar nicht drin. Bollards, Strommästen, Autofarben bin ich nur so teilweise drin. Ich habe auch noch viel zu lernen. Das ist Hebräisch. So, Pali ist da. Steph-Boy ist da. Zetsubo ist da. Und Alter of Nobles ist da. Oh, gelbe Nummernschilder auch. Na los, Cookie und Lucasso. Haut mal rein. Ui, Saudi-Arabien. Hey, Leute, Leute. Das ist keine arabische Schrift. Bangladesch? Nee. Syrien ist nicht im Spiel drin. Ganz genau, Flamsin. Habe ich auch erst vor kurzem gelernt. Letzten Monat oder so. Vorher dachte ich immer, aha, Europa, gelbe Nummernschilder. Safe ist Niederlande. Aber nee, Luxemburg auch. Darum heißt es jetzt zu gucken. Also wenn's. Aber meistens erkennt man es ja, weil die Niederlande sehen halt nach den Niederlanden aus. Aber wenn man sich nicht sicher ist, immer nochmal auf die Sprache gucken. Und falls du es nicht weißt, in Belgien haben die Autos rote Schrift. Darum siehst du auf den geblurrten Nummernschildern manchmal so einen leichten Rotstich. Rotstich. Arabisch, schwarzes Auto, Jordanien oder vielleicht Palästina. Und es war wie fast immer Jordanien. So, Altar. Oh, Altar auf Nobles. Leider rausgeflogen. Bei mir ging erster Guess auch auf Niederlande. Ja. Ist am Anfang verständlich. Denn jetzt mal ehrlich, wer kennt schon die Nummernschildfarbe von Luxemburg, außer du wohnst da direkt an der Grenze. Was? Grünblatt? Es wird eins der drei Länder sein. Indonesien, Malaysia oder Philippinen. Philippinen war es. Dachte ich mir tatsächlich, weil hier war was Englisches.
Irgendwas mit Chat stand da. So, Palais und Steathball sind noch drin. Und Zetsubo. Zetsubo richtig am Abliefern übrigens. Sehe ich heute aber zum ersten Mal. Neuer Contender zum Merken. So, Arabisch, das Auto ist weiß. Das sind die Emirate. Jo. Und da ist Deathboy raus. Zetsubo und Palais sind noch da. Jo, bis zum nächsten Mal, Alter. Dann macht ihr noch einen schönen Tag. Abend. Ui, was ist das denn hier? Stand hier was drauf? Nee, es ist einfach nur eine Bank. Weiter, weiter. Ich aufhalten lassen. Oh, kann das bitte lesbar sein? Ich kenne auch keinen Mensch. Okay, wir haben keine Zeit mehr zu suchen. Ich sage Philippinen. Thailand und Kambodscha ist raus. Laos, haben wir Stangen auf dem Auto? Nee, haben wir nicht. Wir haben auch noch einen Guess. Oh, ja. Da war eine Flagge. Was das denn? Ah, Sri Lanka. Sri Lanka hat die wahrscheinlich am leichtesten zu erkennende Schrift von allen. Aber wenn du die Schrift nicht findest, ist es natürlich schwierig. Hallo Huxlipuks. Jo, Sri Lanka war richtig. Das Kafaretes. Neues Zetsubo eigentlich nicht. Ist mir aber auf jeden Fall noch nie aufgefallen. Moment. Also Uruguay hätte halt ein schwarzes Auto. USA habe ich gar nicht dran gedacht. Mies. Mies. Ey, wenn man manche Länder zu lange nicht kriegt, dann denkt man einfach nicht mehr dran. Ja, Hebräisch ist auch einfach auf jeden Fall. Aber Sri Lanka ist halt so eine Sache, die haben auch so schön große Buchstaben. Das erkennst du schon von richtig weit weg. USA. Ja, wenn ich gelbe Straßenbahnmarkierungen denke, sehe, ich bin gedanklich sofort Mexiko und südlich. Ich denke, bei ländlichen Arealen denke ich gar nicht mal an die USA, weil ich das so selten hatte. Da wieder was, woran wir arbeiten müssen. Genauso wie Brasilien. Ich hatte monatelang kaum Brasilien und darum denke ich da jetzt immer nicht mehr dran. So, Südamerika. Wir haben das Colombian Cross. So. Flamlin. Hier, diese verstärkte Rückseite mit diesen Stahlverstrebungen in Kreuzform, das findest du nur in Kolumbien. Außerdem hat man in Südamerika nur in Kolumbien gelbe Nummernschilder. Hier. Aber manchmal findest du auch kolumbianische Autos in anderen Ländern, darum ist das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So, TXK ist da, C-Dog ist da, Huxlipux ist da. Flamsin, Palais und Sinse sind da.
Na. Oha, ich sitze wieder schief. Oh, ich würde direkt mal Finnland sagen. Ja, Finnland. Ansonsten vielleicht noch Estland. Ne, es war Finnland. Oh. Und die Runde war sehr schnell durch. Zu schnell, um groß was dazu zu erklären. Durchatmen. Nächste Runde. Ich wollte Italien sagen, aber das war kein italienisches Nummernschild. Und da sind wir instant wieder raus. Nee. Ich will auch nur wieder in die Top 50 kommen. Selbst ja, das Ding mit Sri Lanka ist, dass man eher selten Sprache sieht. Aber ich hab eigentlich fast immer Sprache in Sri Lanka. Sechs dumme ein Gedanke. Mann, ich habe doch Via gesehen, ey. Und das war wieder mein Problem, von dem ich vorhin geredet habe. Ich will's immer mit dem ersten Guess richtig haben. So wäre mir das nicht so wichtig und ich würde einfach sagen, ja, yeah, ich habe 3 Versuche, let's go. Dann hätte ich nach Via direkt Italien getippt und wäre weitergekommen. Ah nee, ich habe dann gesehen, oh, das Nummernschild war nicht italienisch. Hm. Dann habe ich da wieder zu viel Zeit vergehen lassen. Ich muss einfach schneller All-In gehen. Das Nummernschild war übrigens aus der Schweiz. Kugi sei Baba. Ja gut, wir haben keine Stangen. Aber Rechtsverkehr, das wird Nigeria sein. Jupp. So, wer ist hier? Yes, Sir. Ey, Fred, den kennen wir. Der Flickenprinz, den hatten wir heute schon ein paar Mal. Flamsin ist mit dabei. Und das war's. Sonst kennen wir davon keinen. Gott sei Dank Nigeria. Kannst du Nigerianisch oder was? Dass Baba Gott heißt, weiß ich auch. Das ist, glaube ich, Swahili, oder? Aber zumindest in Swahili heißt Baba Gott. Das weiß ich. Aber Kogi Sai hätte ich jetzt nicht gewusst. In Englisch? Muhammad Buhari ist der Präsident. Ach hier, Buhari. Ah, guck mal. Nigeria Union. Dass Baba auf Swahili Gott heißt, weiß ich aus dem Lied Baba Yetu, das ist das Titellied von Civilization 5 ist, glaube ich. Darum weiß ich das. Das Lied ist eigentlich nur das Vaterunser gesungen. Aber es ist ein schönes Lied. Jetzt zeig mir doch bitte mal... Oh. Gelbe Nummernschilder, aber auch Europa. Was ist das hier für ein Ort? Ist das... Fuck, da hätte ich... Bin ich dran vorbeigegangen. Die Zeit wird knapp. Ich glaube Malta... So, danke. Und alles umsonst, weil man es nicht lesen kann. Wir sagen Malta. Und wir sind falsch. Was können wir noch sagen? Aha, so, Portugiesisch. So. Jetzt müssen wir schneller sein als Flamsin. Und wir waren es auch.
Ha, sorry, Flamsin. Oh, guck mal, du hast hier so einen rotbäckigen Pepe. Das war mal ja viel zu knapp, die Runde. Was? Ist das Thai? War ehrlich gesagt nicht so gut zu erkennen. Ja, war richtig. Schön. Ah, Flamsin. Da kommt sehr auf die Schriftzeichen an. Denn Portugiesisch hat ein paar Sachen, die es im Spanischen nicht gibt. Und andersrum. Andersrum. So diese geschwungene Linie, also die Tilde über dem N, gibt es nur im Spanischen. Und eine Tilde über dem A, wie bei Sao Paulo, gibt es nur im Portugiesischen. Außerdem hat Portugal dieses türkische C. Also dieses C mit dem Haken drunter. Oh, hier fühle ich UK und Irland, ehrlich gesagt. Ah, wenn ich mir das Haus da angucke, ja. UK. Jo. Das ist wichtig, wenn du zum Beispiel in Brasilien bist und das von dem ganzen spanischsprachigen Südamerika unterscheiden willst. So, das ist jetzt wieder ein Land, wofür es viel Meter gibt. Also du bist in Afrika, du hast Stangen auf dem Auto, ohne Gaffertape dran. Und im Himmel ist ein Riff, dann ist es Senegal. Außerdem kannst du Senegal daran erkennen, dass es das einzige afrikanische Land, abgesehen von Tunesien, ist, wo Französisch gesprochen wird. Also im Spiel. Hotel. Was? Windwille? Oh, hier, das will ich lesen. Das ist Französisch. Knappe Kiste. Alles klar. Yes, sir. Okay, Finalzeit. Chatkurs ausblenden. Ist nicht da. Auf die Punkte konzentrieren. Koreanische Schriftzeichen. Hier. Mit diesen mittelgroßen Kreisen. Zweite Runde Finale. Wir brauchen die Punkte. Französisch, Nordamerika und Französisch, das wird Quebec sein. Ansonsten USA, aber ne, das war Quebec. Da haben wir die Schrift, das ist Sri Lanka. Hier. Die Schrift von Sri Lanka besteht nur aus großen Kreisen. Jetzt nur noch 12 Sekunden Zeit, die nächste Runde. Bitte nicht Osteuropa. Alles andere ist cool, aber bitte nicht Osteuropa. Miguel Hidalgo. Ah! Aber ich hätte auch Spanien gesagt. Well played. Ich hätte eh Spanien gesagt und wäre rausgeflogen. Aber da gab es wieder ein paar Pluspunkte. Die blauen Schilder gleich Belgien. Habe ich nicht drauf geachtet.
Immer noch so weit hinten an. Oh, das ist immer so schlimm, ey. Wenn du eine Stunde spielst, anderthalb sogar, aber du bist weiter hinten als davor. Einfach mehr verloren als gewonnen. Nun, let's go. Aufs Auto gucken. Zuallererst aufs Auto gucken. Oder man gewinnt 10 Spiele, ist einmal schlecht, Vierter oder so, und fängt wieder von vorne an. Ja, das kannte ich in Pinpointing eine Zeit. Beziehungsweise das ist immer meine Pinpointing-Erfahrung. Also bei Instinct Battle meine ich. Naja, hier Bolivien. Oh, und das war schon wieder rot unterlegt. Darauf sollten wir halt auch achten. Da war gerade ein gelbes Nummernschild. Hier auch. Ja, Mann, immer dieser Bait mit den gelben Nummernschildern. Senior, okay. Wir sind auf jeden Fall nicht in... Will uns das auf Peru hinweisen? Ja, offenbar. Oh Gott, viel zu knapp. So, wer ist da? Real Hannes ist da. Piegas ist da. Tilago ist da. Palais ist da. Und Flamsin ist da. Ah, hier diese weiß-rote Geschichte. Das sehe ich aber auch nicht zum ersten Mal. Habe ich einfach wieder vergessen gehabt, dass ich das schon mal wusste. Hier überall weiß-rot. Ja, also bei Instinct Battle ist es halt wirklich immer genau diese Erfahrung. Du verlierst einfach doppelt oder dreimal so viele Punkte, wie du gewinnst. Das ist schon echt ein bisschen frustrierend. Oh, Hannes ist von den Woodheads. Schön. Französisch. Ja. Kriege ich ein Nummernschild? Ey. Na gut, dann das Auto hier. Oh, hier den. Okay, schon keine Zeit mehr. Frankreich. Passt. Ich war schon fast wieder rausgeflogen, weil wir uns zu viel Zeit gelassen haben. Weil wir es genau wissen wollten. Leute, was ist los? Hier wird ja wohl irgendwo mal was geschrieben stehen. Ah ja, so, hier. Zeig an. Das ist Englisch. Das hier aber nicht. Das ist Slawisch. Und da steht dort UHU. War also falsch. Es ist nicht Slawisch, sondern Magyarisch. Ja, wer ist raus? Ey, Flamsin und Tilago sind raus. Oh, jo, das ging schnell, ja. Klingt skandinavisch. Random Flaggen. Hat der AE-Sache da, ne? Außenbahnmarkierung. Haben wir da was? Nee. Oh, die Zeit!
Nee, Dänemark, Dänemark, Dänemark. Schon wieder so knapp, Mann. Oh. So, Palais, Piegas und Hannes sind noch da. Skopje. Skopje war Slowakei? Nee. Ich vergesse immer, von welchem Land Skopje die Hauptstadt ist. Original, jedes Mal vergesse ich es wieder. Oh Gott. Mann. Es hat so gut angefangen. Ja, war kyrillisch, ja. Gut, nutze mal diese Wartezeit, um nochmal uns vor Augen zu führen. Wo gibt's Kyrillisch? Russland, Ukraine, Kirgisistan und die Mongolei. Das war's. Wo gibt es Kyrillisch und Latein? Bulgarien, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien. Ja, das waren alle, ne? Jo. Was gibt's im Balkan sonst noch, die aber dann Latein haben? Kroatien, Slowenien, Tschechien und Slowakei. Wobei ich höre immer, Tschechien mögen's ja überhaupt nicht, also Tschechen, wenn man sie als Osteuropäer bezeichnet. Weil Tschechien ist, glaube ich, gar nicht Osteuropa, sondern zählt, glaube ich, zu Mitteleuropa mit dazu, ne? Ah ja, was geht hier denn ab? Ah ja, was für ein penetranter Chatter, ey. Nun gut. 30 Sekunden haben wir noch. Gut, Polen, ja. Polen erkennt man aber an diesem Slotty-Tee. Das Tee mit diesem schrägen Strich durch. Und Ungarisch unterscheidet sich sprachlich halt von allen anderen Ländern in Europa. Und damit haben wir, glaube ich, auch alle durch. So, ab geht's. Europa, EU. Da kommt nichts. Da ist ein Schild. Ah, gib mir das Schild. Kann ich bitte auf die andere Straßenseite? Was? Metternich? Ich sehe nur, dass es mit CH aufhört. So. Guck mal, ich bin auch sogar hier auf der richtigen Seite gespawnt. Wieso bin ich denn da dann nicht mehr hingekommen? So. Hier, mehr wollte ich doch gar nicht. Regattabahn. Oh, und da ist es schon vorbei. Palais und Flamsin sind mit da. Lukas So ist rausgeflogen. Guck mal. Versuch mir jetzt mal eine goldene Gans zu holen. Gerade hinsetzen. Ist das Ungarisch oder Türkisch jetzt? Türkisch wäre es gewesen. Gut, trotzdem noch Erster. Das ist finde ich immer wieder crazy. Dass die Türkei voll ist mit Autos, mit halt EU-Kennzeichen, obwohl die doch gar nicht in der EU sind, oder wie war das? Die sind doch immer noch Beitrittskandidat, oder hat sich da irgendwas verändert, das ich nicht mitbekommen habe? Island. Die Landschaft und... das sind einige der wenigen Bollards, die ich kenne.
Ich kenne die von Island. Ich kenne die dicken oben mit Rot von Frankreich und Litauen. Das sind die Bollards, die ich auswendig kenne. Und Estland ein bisschen. Könnte einiges sein. Osteuropa auf alle Fälle. Das ist Kyrillisch? Keine Ahnung. Ah, wir haben ein rotes Auto. Ukraine. Beste Osteuropa-Meter. Rotes Auto ist immer Ukraine und nie Russland. So, weiter. Oh, ist schon Finale mit Palais. Hatte ich so auch erwartet. Hey, was ist denn? Lass mich jedoch. Ah, oh, ich wollte. Ja, ich wollte aber auch Singapur sagen. Die goldene Gans ist uns heute kein zweites Mal vergönnt. Immer noch 59. Nö, wir haben auf 52 gestartet. Jetzt lass mich doch bitte wieder in die Top 50 zurück. Das ist so ein richtiger Kampf, ey. So, das mache ich mal gerne und gucke, ob die Leute da mitmachen. Ja, guck mal. Jetzt nicht wirklich korrekt, da hätte die Isle of Man kommen müssen, aber. So, jetzt. Zack. Immer abwechselnd die beiden Drehenden. Okay, gut, jetzt kommt der brasilianische Pepe. Ist in Ordnung. Hallo Kalle! Was gibt's denn da zu weinen? Hazel Cry und Bible Thumb. Gut, weißes Auto, das wiegt ja doch alles. Oha! Oh. Peru oder China? Und direkt wieder verkackt. Weißes Auto. Nee, wir sind wahrscheinlich gar nicht in Amerika. Das könnte auch gut Griechenland sein. Was stand da? Stand da auf dem Bus nicht was auf in Spanisch? Wir haben halt jetzt noch einen Versuch, also. Könnte schon Spanien sein, ne? Ich habe nicht den Eindruck, dass hier noch viel kommt. Komm, wir gucken uns nochmal den Bus an. Das bringt uns mehr. Cotoca. Trans-Cotoca. Aikir? Ah, das Nummernschild ist halt nicht europäisch. Portugal, Spanien, Andorra. Ah, oh, Bolivien, Mann, das einzige von den drei Ländern da unten, das ich nicht mehr versucht habe. Direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Das kostet so viele Punkte. Existiert Bolivien nicht? Ah, ciao, Walla.
weil ich nur noch einen Guess hatte. Wieder zu viel Angst gehabt, um All-In zu gehen. Es läuft einfach nicht. Gerade hinsetzen. Alles in Position bringen. Aber wir sind jetzt gerade wahrscheinlich nicht mal mehr in den Top 60. Ich muss mich einfach mehr konzentrieren, ey. Durchatmen, konzentrieren. Fokussieren. Wir brauchen die Punkte. Let's go. Hier wieder so eine Seltsamkeit hier. Oh, schwarzes Auto. Argentinien. Weil hier habe ich extra nach... Oh doch, hier ist auch das schwarze Auto. Genau, hier hatte ich nach unten geguckt und hier hat man es nicht gesehen. Fies. Erst hier und da habe ich nicht mehr runter geguckt. Na gut, wir haben es geschafft. So. Landin ist in der Lobby. Piegas. Jesse und TXK. Mit goldener Gunspeed also schwer. Aber in die Top 3 kommen wir hoffentlich. Edge of Wilder, bist du das oder ist das jemand aus deiner Squad? Gut, Flamsin hat es noch reingeschafft. Guatemala? Sie. Ah, Flamsin, hier der Tipp für dich. In Südamerika gibt es zwei Länder, die Stangen auf dem Dach haben. Guatemala und die Dominikanische Republik. Die Dominikanische Republik hat allerdings andere Stangen. Was zur Hölle ist das für ein Google-Automann? Okay, hier gehe ich einfach mit dem ist zu hässlich für Hongkong-Guess und sage Macau. Wurde schon gesagt. Hongkong wurde auch schon gesagt. Was war das denn für ein Google-Auto? What the fuck, Mann? Haha, Chopala, nein! Hände! Was war das denn für ein Google-Auto? Das habe ich ja noch nie gesehen. AU? Ja, Australien. Hä? War es einfach ein blaues Baustellenfahrzeug? Was war das denn eben für ein Google-Auto? Um das nochmal zu Ende zu erklären. Bei der Dominikanischen Republik haben die... haben die Stangen auf dem Dach so dicke Anti-Rutsch-Gummi-Inlays. Das wirst du erkennen, wenn du es das erste Mal siehst. Tilget. Del Vivo, was? Das ist doch Spanisch, was soll das? Kroatien dann? Nee, wie, ich war zu spät. Ich hab's doch gerade gesagt. Oh, ist das nervig, wenn das passiert? Diese Millisekunde zu spät immer. Oh, heute läuft's nicht, ey. Heute richtig am Choken, muss man einfach sagen.
Heute sind wir volles Matt am Choken. Norwegen. Wir haben dieses Ö und wir haben mittellange Straßenbahnmarkierung. Das ist Norwegen. Flamsin ist da, Henne ist wieder da, Raphael ist da und Palais und Fred sind da. Gerade hinsetzen. Australien oder Neuseeland? Ich sag erst Neuseeland. Okay, beides falsch. Oh, da sitzen wir wieder. Wir haben Linksverkehr. Also es kann Lodge, ja. Gut, ist es jetzt Südafrika oder ist es eins der anderen Länder da unten? Wir müssten eigentlich Südafrika sagen. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, Lodge ist halt auch einfach so ein typisch afrikanischer Begriff. Also dann ist es halt am Ende nicht Südafrika, sondern Eswatini oder so. Das ist doch nicht Südafrika. Oder? Ist das eine Inselgeschichte? Wir haben halt nur noch einen Guess. Fuck. Ah, gut. Oh, ja, wieder lange gewartet. Schwierig, ey. Das ist Thai. Wir sehen die Kleinkringel. Das ist meine asiatische Kringelmeter. Thailändische Schrift, kleine Kringel. Koreanisch, mittlere Kringel. Und Sri Lanka, riesige Kringel. Ich hatte im Urin. Ja, gut, gut, gut. Ja, easy. Leichter wird's nicht. Wir haben die Stangen auf dem Auto. Wir haben die Fahne. Wir haben den Rift. Wir sehen, dass wir in Afrika sind. Alles, was jetzt noch fehlt, wäre was Französisches zu finden. Ah, oh, Flamsin! Ich hab's dir doch erklärt, wie du Senegal erkennst. Yeah. Aber gut, es braucht halt immer ein paar Versuche, bis man's drin hat. Salsas. Kai, irgendwas? Nicht Europa. Ja, es ist eins der drei Länder. Wahrscheinlich dann. Ist es Bolivien? Ist es... Lass mich nach dem Auto gucken. Erkennen wir ein blaues Auto? Nee, wir scheinen ein weißes Auto zu haben. Chile. Ecuador dann wahrscheinlich. Dann bleibt eigentlich nur noch Ecuador. Nee, Ecuador ist schon raus. Wir haben aber keine gelben Nummernschilder. Ist es dann doch Mexiko? Obwohl wir kein blaues Auto haben? Wir haben gesagt, wir müssen uns angewöhnen, all in zu gehen und zu riskieren.
und es hat sich ausgezahlt. So, Mexiko. Ich habe nicht mal realisiert, dass ich da drinne war. Ey. Oi, TXK hat Litauen mit Russland verwechselt. Da hattet ihr wahrscheinlich keine Schrift am Start, ne? Setz dich gerade hin. So nämlich. Das ist kambodschanisch. Kambodschanisch sieht im Grunde aus wie Thai, nur es ist so eckiger. Da sind so viele so Zacken drin. An diesem Font erkennt man es dann nicht so gut. Ach gut, keine Zeit gehabt, um es genauer zu zeigen. Aber wenn ihr es seht, werdet ihr schon verstehen, was ich meine. So, Raphael, Henne und Pali sind da. Henne für Chawala Squad. Let's go. Ja, das ist die Türkei. Das ist einfach so, so ein Kohlegrill, oder? Oder irgendwie so für ein Zubereitungsgerät. Beschreibt das, glaube ich. Könnte Japan sein? Könnte Japan oder Taiwan sein? Ja. So, Palais ist raus. Henne und Raphael sind noch drin. Und CPEMP. Den kenne ich gar nicht. Aber der hat die Nordlichter als Profilbild. Darum finde ich das gut. Was ist das hier? Das Winter-Footage? Sind wir hier in Bulgarien? Ne. Tja. Und da sitzen wir jetzt. Ungarn. So, an der Sprache erkannt. Ganz genau, Chawala, wieder Gangsters Paradise. Passt stimmungsmäßig auch gerade ein bisschen. Sehr, sehr spannungsgeladen. Südafrika. Kartoffelcam. Australien. Oh, wieder nur für den dritten gereicht. Hätten wir die Kartoffelcam ein bisschen früher bekommen, hätte ich Australien gesagt. Aber gut. Aber gut. 40 Minuten haben wir noch für Geo. Danach kommt Hearts of Iron. Ist das so, Raphael? Nee, oder? Das wäre richtig blöd. Es dauert dann nur so lange, bis die Lobby vorbei ist, bis du deine Punkte angerechnet oder abgezogen bekommst. Ich glaube nicht, dass man die immer abgezogen bekommt. Da müsste ja jeder, der in der ersten Runde rausfliegt, noch die ganze Zeit immer zugucken. Da musst du mit Woody drüber reden, Chawala. Ja, also Raphael, ich weiß es nicht genau, aber ich würde das für eine ganz schön schlechte Entscheidung halten, wenn es so wäre. Ich meine, wieso sollte man das so machen? So, die Leute zu zwingen zuzugucken,
anstatt selbst zu spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Edu das so programmiert hätte. Wir müssen deinen Modus gleich übrigens noch spielen. Dürfen wir nicht vergessen. Mach mal gleich als nächstes. Hier würde ich sogar direkt Palästina mal sagen. Und war richtig. Warum ich mich dafür entschieden habe, ist einmal hier die Zweisprachigkeit auf den Schildern und diese gestrichelten Bürgersteige, die man die man aus Israel kennt. Darum habe ich diesmal Palästina gesagt statt Jordanien. Und weil es die erste Runde war und man sich da noch erlauben kann. TXK ist da, Mikkel ist da, Palé ist da, Piegas, Raphael, Fred und Henne sind da. Also tatsächlich eine Lobby, nur mit Leuten, die wir kennen. Ja. So, wir sind in Afrika. Wir haben französische Bollards, wir haben Stang auf dem Auto. Wir haben den Rift im Himmel, das ist Senegal. Das hätte ich fast schon wieder so lange erklärt, bis wir rausgeflogen wären. Alles klar, Raphael, dann machen wir es direkt als nächstes. Stetzkach. Ist das Polen? Was haben wir hier denn Schönes? Oh, welch seltenes Glück. Ein nicht geblurrtes Kennzeichen. Ja, Jürgenos, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Warum das? Das war auch nicht immer so. Das ist relativ neu, dass die Punkte erst später angerechnet werden, wenn die Lobby durch ist. Ja. Ja, ich lerne halt jeden Tag. Was ist das denn für ein Nummernschild? So viel Neues, ich kann mir nicht alles davon merken. Niederlande. Jo. Da war einfach ein komplett blaues Nummernschild. Was war das denn? Belgien. Hier, weißes Nummernschild mit dem Rotstich von der roten Schrift drauf. So. Hey, ich habe darauf ehrlich gesagt keine Antwort, Schauwala. So, TXK, Piegas und Mikkel. Betreute Enten gegen die Woodheads. Schwarzes Auto. 50-50 Chance. Ich sag Argentinien. War zum Glück richtig. Wir hätten aber auch noch genug Zeit gehabt, um Uruguay zu tippen, wenn es falsch gewesen wäre. Aber die Landschaft sah eher nach Argentinien aus. Damit ist Piegas raus. So, Mikkel, tut mir leid, aber du musst jetzt leider dich verabschieden. Australien, ne? Nö! Dann Botswana. Oh, Alter. Richtig wild schon und her gegessen. Ich war auch echt ein bisschen nervös jetzt. Jetzt Finale mit TXK, das ist jetzt natürlich... Oh, sehr gut, Flamsin.
Das Schild, bitte. Nee, da steht halt einfach nichts drauf. War 7,4 Punkte, das war gut. Sehr gut, Flandin, Zweiter geworden. Da fehlt nicht mehr viel bis zum Ersten. Ja, TXK rauswerfen, ne? Aber gut, das ist... Er ist halt die aktuelle Nummer 2, glaube ich. Oha, sogar nur noch 3. Guck mal, TXK ist heute vom Ersten auf den dritten Platz gefallen. Was macht Woody denn anders, dass du dich bei ihm wohler fühlst? Der ist fast nie am Start. Ja, das hat nichts mit wohler fühlen zu tun oder anders tun. Woody ist halt einfach der Erste, der mich gefragt hat. Streifen. Mir hat. Ach, guck mal. Mir hat ein gelb-schwarzer Streifentipp geholfen. Aus Prinzip Taiwan gegessen und war richtig. Sehr gut, Flamsin. Ansonsten nicht vergessen, es kann auch Korea sein, ist aber seltener und man erkennt es sehr gut an den Schriftzeichen dann. Der nutzt dich schon aus. So, wo sind wir? Ach, 65, Alter. Komm, wir spielen jetzt Raphaels Modus. 100 Runden, no move, nur 10 Sekunden Zeit. Das wird ultra hardcore. Und ich habe nicht mal mehr Wasser zum Trinken. Ich habe in den letzten 2 Stunden 2 Liter Wasser getrunken. Shit. In einer halben Stunde ist Hearts of Iron. Jetzt geht's hier weiter. Oh, das wird hart. Okay, kann ich hier in dem Bildschirm eine Lobby aufmachen auch direkt? So, damit müsstet ihr jetzt reinkommen können. Nee, geh ne. Alles klar, ciao, voilà, dann bis morgen. Let's go. Aber 1000 Sekunden, 100 mal Countdown, fast eine halbe Stunde. Ja, let's go. Eine halbe Stunde haben wir ja auch noch Zeit bis Hearts of Iron. Dann kriegen wir es ja perfekt hin. Ja gut, geht ja aus, C-Dog. Dann machen wir das folgendermaßen. Hier ist der Link. Und ich zähle gleich von 10 runter. Und dann starten wir gleichzeitig. Und dann sind wir auch mehr oder weniger gleichzeitig fertig vielleicht. Keine Ahnung. Also, startet die Challenge. Ich mache die Musik für mich noch kurz leiser, weil wir müssen uns jetzt konzentrieren. So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start. Hat. Alter, ich war einfach zu langsam. War es Indonesien? Malaysia. Alter, ich... 10 Sekunden, Mann. Ich hab's einfach direkt verkackt. Das kann ja nur vieles sein. Ich hab schon wieder nichts getippt. Was war's denn? Alter. 10 Sekunden, okay, ich muss einfach reinkommen. Buenos Aires, so, danke. So, ich muss die Musik ausmachen. Ich muss die Musik ausmachen. Kompletter Konzentrationsfokusmodus. Arabisch. Schwarzes Auto. Jordanien. Isle of Man oder Jersey? Wir sehen kein Nummernschild. Ich sag Isle of Man. Hey! Mann, Alter, die Zeit ist so schnell rum. Und es wäre Isle of Man gewesen. Ach, come on.
schneller werden. Weniger reden, schneller essen. Kenia. So. Lettland. Ah, Südpolen. Ich hätte fast Polen gesagt, wegen diesem Schrein, diesem katholischen Schrein, der da war. Kein gelbes Nummernschild, das ist Irland. Weiter. Oh. Ey, ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Israel. Ey! Immer kurz bevor ich tippen will. Okay, ich wäre aber auch komplett auf dem falschen Kontinent gewesen. Alter, 10 Sekunden ist zu heftig für mich. Südamerika, würde ich sagen. Ich komme nicht zum Tippen. Ich darf nicht zoomen. Immer während ich zoome, ist die Zeit vorbei. Ich muss aufhören zu zoomen. Du musst schneller werden. Ja, muss ich. Ukraine. Bulgarien. Shit, ey. Oh. Schweden. Ah, Norwegen, ey. Oh, Alter, ist das brutal. Rötliche Straßen, das ist Orland. Nee, es war wieder Schweden. Beziehungsweise diesmal war es Schweden. Aber Tokio, Niederlande? Alter, der Modus, ey. Keine Nummernschilder für mich? Dann müssen wir Russland sagen. Ja gut, also, es war auf jeden Fall Russland. Dieses Land ist einfach zu groß, ey. So, diesmal ist es aber Orland. Erzähl mir nichts. Nee, doch, okay, ich dachte schon, ey. Weiter. Taiwan. Jo. Kolumbien? Ey, ah! Oh, schon wieder zu viel gezoomt. War es denn Kolumbien? Ach, Bolivien. Ey, ich bin froh, wenn ich den Kontinent richtig habe in dem Modus. Das ist ja übel. Zur Hölle, was soll das sein? Puerto Rico. Ach Gott. In 10 Sekunden kann ich gar nicht die ganzen Länder durchgehen im Kopf. Ah, Mann. Der Druck, Alter, ich kriege einen richtigen Blackout, ey. Das ist wie Mathe-Klausur. Ist das schlimm? Hier fühle ich mich schon wohler. Peru. Diesmal wäre es Kolumbien gewesen. Okay. Da ist die Schrift, das ist Sri Lanka. So. Diesmal sage ich Korea oder es ist wieder Taiwan. Es wäre wieder Taiwan gewesen. Okay. Das ist Bangladesch. Schweiz, Slowenien, Österreich. Ich gehe so in die Mitte. Es wäre Nordditalien wäre es gewesen. Okay. Weiter.
Schweden oder Finnland? Ich sag Finnland. War richtig. Gut. Chile? Ne, Peru. Mies. Weiter. Südostasien. Keine Schrift für mich. Ich sag Thailand. Oh, ich war wieder zu langsam. Zu viel gezoomt wieder. Es wäre Thailand gewesen. Scheiße. Russland. Ja. Neonfarbene Fußgängerüberwege und Kyrillisch, das Russland. Da kann auch USA sein. Oder Kanada. Oh, zu langsam gewesen. Chile, alter Schwede, ey. Das ist ein zu heftiger Modus für mich. Österreich. Schweiz, gut. Ah, Guatemala. Weiter. Mongolei. Weiter. USA. Irgendwo mittlerer Westen, hier Osten, ein bisschen östlicher hier vielleicht. Neuseeland, okay, gut. Scheiße. Gib mir doch, was ist das, Sri Lanka? Ach, Kambodscha. Okay, ich mach die Musik wieder an. Ich hab das komplett geschlossen. Na gut. Ich habe das Gefühl, ich komme so langsam ein bisschen rein in die Geschwindigkeit, aber es ist halt wirklich knüppelhart, Mann. Ich mach's wieder ein bisschen lauter, damit ich auch was höre. Boah, das ist zu laut. Weiter. Bolivien. Jo. Arabisch. Wir sehen die Farbe vom Auto nicht. Ich sag Jordanien. Wäre Tunesien gewesen. Gut. Das ist Thai. Keine Schrift, okay, Kambodscha. Indonesien, na gut. Mexiko? Oh, Dominikanische Republik. Ja, da habe ich wieder nicht nach unten geguckt. Sonst hätte ich es gewusst. Mies. Baltikum. Grob rein, keine Ahnung. Gut, wäre Estland gewesen, haben Lettland gesagt, ist in Ordnung. Kasa, China? Hä? Das ist Kyrillisch, Nummernschild. Kirgistan. War man noch ganz gut. Uruguay. Ne, ganz hier im Norden von Argentinien wäre es gewesen. War eine 50-50 Chance mit dem schwarzen Auto.
italienisches oder albanisches Nummernschild? Wäre Albanien gewesen. Keine Zeit gehabt, um genauer hinzugucken. Kukulna, hm? Ich wollte Finnland sagen, was ist es? Tschechien, okay, ganz weit weg. Ey, was? Japan. Opi, okay. Danke für den Follow, Opiumuppi. Okay. Eine Runde noch, dann haben wir die Hälfte. Dann machen wir eine Pause. Ah, keine Zeit nach der Autofarbe zu gucken. Fuck. Alter, der Modus ist einfach nur Terror. Uruguay. Hätten wir nach unten geguckt, hätten wir das schwarze Auto gesehen. Oh. Kurze Pause, alter Schwede. Opiumuppi, vielen Dank für den Follow. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es Leute gibt, die zugucken und dann auch noch followen. Dabei, wie ich bei diesem Modus ultra hart versage. Also ich verkacke halt richtig hart, ne? Das Ding ist, sogar für Anfänger und so lese ich halt immer wieder, oh, du bist so krass gut, kannst du mir was zeigen, kannst du mir was beibringen? Aber das Ding ist, ich bin gar nicht so gut. So, also es gibt halt so die Anfänger, dann den Mittelbereich, dann so den leicht gehobenen Mittelbereich. Da würde ich mich vielleicht noch ganz optimistisch gesehen mit einschätzen. Aber dann kommen halt die, die es richtig krass können. Und dann sind oben noch die Schwitzer. Und dagegen bin ich halt noch gar nicht so. Es gibt so viele Dinge, die ich noch nicht kann. Ich kenne die Bollards von 3 verschiedenen Ländern. Ich kenne keinen einzigen Strommast von spezifischen Ländern. Mit den Autofarben würde ich sagen, bin ich so bei 40% oder so von dem, was man kennen kann. So, was ich kann, sind Schriften und die Meter mit den Stangen und ein paar Autofarben und einfach so nach dem Gefühl und Architektur. Aber das hier ist halt ein richtig harter Schwitzer-Modus, ey. Das ist ein Modus für die Leute, die in den Top 10 sind. Ich bin froh, wenn ich den Kontinent identifizieren kann. Ist bei mir in diesem Modus auch gerade so, Opiumuppi. Normalerweise bin ich schon relativ sicher bei dem Land, aber hier, ich bin gerade so froh, wenn ich den Kontinent richtig habe. Das ist ja richtig hart. Ja, ganz genau, C-Doc. Vieles, wo man denkt, ach so, das ist das. Ja. Flamsin ist bei 63. Oh, das Ding ist, noch schlimmer als den Kontinent tippen ist halt, gefühlt die Hälfte von diesen 50 habe ich gar nicht getippt, weil die Zeit zu schnell rum war. Okay, wir machen weiter. Durchatmen. Ah, es kann auch Südamerika sein. Okay, Indonesien war es. Ist okay. Südostasien erkannt. No, was? Ah, das sind die Domrep-Dinger. Die Domrep-Stangen auf dem Auto gewesen. Da habt ihr sie mal gesehen. Immer zuerst nach unten gucken. So. Französisch. Kann halt auch Belgien sein. Gut, war Frankreich. Das ist Hebräisch. Israel. Passau. Nein, ist Passau? Passau ist Deutschland, ne? Nee, Österreich, oder was? Aha, unangenehm. Weiter. Balkan. Einfach Balkan. Montenegro wäre es gewesen. Gut. Hätten wir mit mehr Zeit nach dem Rift gucken können. Ah, kurz Auge kratzen.
Autofarbe, weiß, Emirate. Was? Jasqua? Was? Hä? Was? Mann. Südafrika, ja gut. Farbe blau, Mexiko. So. Ach, USA. Na, da ist das Mexiko-Auto wohl noch ein bisschen nach Norden gefahren. Weiter. Balkan. Einfach irgendwo in den Balkan. Einfach Serbien, weil es mittig ist. Südostasien. Kambodscha. Ah, Thailand. Nee, doch, Kambodscha war richtig. Okay, cool. Cool, cool. Der Font war seltsam, das ist aber die Schrift von Sri Lanka. Die große Kreisschrift. Das ist Schweden. Jo, das waren die ganz kurzen Seitenaußenbahnmarkierungen. Haré. Autofarbe. Weiß, keine Ahnung. Peru oder Chile. Ne, Brasilien. Was steht da, Alter? Türkei? Keine Ahnung. Ja, richtig. Okay, cool. Ah, da war das Follow-Car, das ist Nigeria. So, sehr gut. Ja, jetzt... Ah, was war das denn für ein Sound? Taiwan? Okay, Alter. Crazy Mundfurzgeräusch. Kann auch Norwegen sein. Ja, wäre Norwegen gewesen. Blablabla Road. Nee, ist das die australische Flagge da? Oh, ich habe wieder nicht getippt. Oh, Mann, ich wollte Kanada sagen. Dann habe ich diese Fahne gesehen, die sah aus wie Australien. Shit. Die roten Hütten, sage ich Schweden. Orland wäre es gewesen. Gut. Roter Boden auch ohne Asphalt, gut zu wissen. Kommt jetzt halt auf den Kontinent an. Wenn wir auf den Amerikas sind, dann ist es Guatemala. Ich war wieder zu langsam zum Tippen. Curaçao wäre es gewesen. Gut. Botswana. Ja, Raphael, geht mir auch so. Mann, was ist das für eine Folter? Trigi. Slowenien. Richtig. Okay, hier in Runde 75. Dann machen wir wieder eine Pause. Ich kann das nicht. Schon wieder nicht getippt. Dass man auch immer so lange scrollen muss. Okay, Pause. Pause. Neuseeland, alter Schwede, Mann. Oh, Chat. Let's go. Oh, Wadisch, hey. Oh, Chatpad. Das ist ein nices Emote. Das ist ein Emote, das gefällt mir richtig gut. Schlimmster Modus, den ich in meinem Leben gespielt habe. Absolut, Raphael. Schrecklich, absolut.
wäre 14. 14. In Neuseeland habe ich auch versagt. Ich war in Osteuropa. Was hatte ich gesagt? Finnland, glaube ich, ne? Ist ja auch egal. Nee, ich habe gar nichts gesagt mal wieder. Ich wollte Finnland sagen. Einmal und nie wieder dieser Modus. Mal gucken, ey. Okay, wir setzen uns jetzt eine eigene Challenge. Achtung. Ab jetzt wird für die letzten 25 Runden, es wird immer ein Tipp abgegeben. So. Let's go. Schottland. Guatemala. US Virgin Islands. Gut, ich hatte nicht mehr die Zeit, um genau drauf zu gehen, aber ja, es war richtig. Kolumbien. Ah, ich wollte Peru sagen, dann dachte ich, nee, die letzten Male war es immer Kolumbien. Jetzt nehme ich Kolumbien und es ist Peru. Frech. Frech, frech. Peru? Nice, hat gepasst. Gut. Indonesien? Ach, Malaysia. Mexiko. Oh, sogar relativ gut. Kambodscha. Autofarbe, das ist die Ukraine. Oh. Oh, Alter, mein Herz. Runde 85. Nee, ich sag doch Chile. Okay, ich habe Peru geklickt, egal. Okay, das war Runde 85. Unsere Challenge halten wir auf jeden Fall bisher ein. Knapp. Spanien. Okay, komplett weit weg. Diese 10 Sekunden. Isle of Man. Oh, sehr, sehr schön. Das war die 91. Oh, ist es Japan oder? Ja. Weiter. Random Balkan, irgendwo in die... Na gut. Das kann halt wirklich überall sein. Polen? Estland. Oh, scheiße. Okay, noch 4 Runden. Spanien? Mexiko? Oder USA, aber ich sag Mexiko. Okay, Chile. Nee, sogar Argentinien. Oh, Mann. 3 Runden noch. Frankreich.
Scheiße. Vorletzte. Ja gut, die Sprache haben wir erkannt, nur der Kontinent war nicht ganz richtig. Letzte Runde. Chamonix ist doch Frankreich. Oh nee. Korsika. Nee, Sardinien. Oh, Alter. Guck mal, Sechster von 15. Wir sind in den Top 50%, obwohl wir die Hälfte unserer Gäste überhaupt nicht gesetzt haben. Alter, guck mal hier mit diesem Punkt, Punkt, Punkt. Wie viele Guesses wir einfach nicht gesetzt haben. Mehr als die Hälfte. Oh, Alter, will ich mir gar nicht angucken, ey. Holy shit, Mann. Aber auch hier helfen Domains. Wow, Opiumuppi, ich habe keine Zeit, hier nach Domains zu gucken. Ist doch super. Sechsstellige Punktzahl hatte ich selten hier. Mein Ziel war nicht, letzter zu sein. Und. Naja, gut. nee, Blamdin, du bist 15. Nee, guck mal, das geht hier noch weiter. Ach, es gibt insgesamt 24 Platzierungen. Ja, guck mal. Flamsin, dann bist du auch fast in den Top 50%. Und ich bin sogar in den Top 25. Ich bin in den Top 25%. Das ist doch was. Ach so, weil zu viele Runden waren. Bei mir bist du 7. Dann warst du wahrscheinlich nach mir fertig. Und dadurch, dass du Fünfter geworden bist, bin ich ein nach... Guck mal, wenn ich einfach neu lade. Nein, dann startet es von vorne, oder was? Oh, ich dachte schon. Yo, C-Dog. Weil du jetzt Fünfter bist, bin ich wegen dir jetzt Siebter. Und wegen dir bin ich jetzt nicht mehr in den Top 25%. C-Dog, verdammt. Du bist schuld. Ja, besser als nichts. Ne? Ich hätte gedacht, es wäre schlimmer. Dann war ich ja gar nicht so kacke. Ich würde den Modus tatsächlich nochmal spielen. Morgen spielen wir es nochmal. Und morgen legen wir wirklich Wert drauf, dass wir immer irgendeinen Guess abgeben. Egal wie gut oder schlecht er dann ist. Wie jetzt die letzten 25. Wir werden immer einen Guess abgeben. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier auswirkt. Denn wir haben halt in super vielen Runden einfach 0 Punkte bekommen. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17 Guesses haben wir einfach 0 Punkte bekommen, weil wir gar nichts gesagt haben. Selbst wenn wir dann jedes Mal nur irgendwie 500 Punkte kriegen, oder selbst wenn wir nur 100 Punkte kriegen, wäre das immer noch 1700. Ich habe das Gefühl, da ist noch was rauszuholen. Wir versuchen es morgen nochmal. Aber da, nee, ich wollte eigentlich genau dahin zurück. Replay. Machen wir morgen nochmal. Ja, Dex ist aber auch kein normaler Mensch. So, warm gespielt. Jetzt 200 Runden. Hoho, das wär's, ey. Nee, nee. Das war auf jeden Fall ein würdiges Finale. Das machen wir morgen nochmal. Und dann sagen wir immer irgendwas auf jeden Fall. Den lasse ich also
beziehungsweise. So. Übrigens, Propagandakalle, danke für die 35 Bits, die du gecheert hast, um mir zu sagen, dass ich schneller werden soll. Danke, danke. Das war auf jeden Fall ultra nervenaufreibend. Und jetzt geht's weiter. Euer Lavakeller mit der Spinne, den Spinnenmenschen. Jetzt geht's hier weiter. Primetime-Zeit. Oh, was ist das hier? Ein Chocobo, ne? Jetzt ist Primetime. Jetzt kommt Hearts of Iron 4 in unserem Run als kommunistisches Südafrika, das noch mit den Alliierten gegen die Achsenmächte kämpft. Du dummer Idiot. Red dich doch erst ein bisschen weiter. Jetzt bist du letzter geworden. Soll mir dieses Generated Costs irgendwas sagen, außer bitte supporte uns? Ja, dieses Generated Costs ist quasi, wie viel du quasi durch Serverlastung und so quasi der Seite kostest. Halt für Leute, die quasi neutral werden wollen oder sogar quasi helfen wollen. Aber ja, im Prinzip heißt es, bitte supporte uns, ja. Ah, nachdem ich wieder dumm eingelöst habe, könnte ich auch wieder gehen. Ja, Hearts of Iron ist auch... Ich habe auch lange gebraucht, um's einigermaßen zu verstehen, Lavakeller, ohne Witz. Es war... Ich finde es schwerer als Crusader Kings. Aber für Crusader Kings habe ich halt auch schon, bevor ich gespielt habe, zig Stunden Streams gesehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so zugänglich wie CK3. Ah gut, um da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Wir spielen als kommunistisches Südafrika. Mit den Alliierten kämpfen wir gegen die Achsenmächte, um nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Alliierten zu kämpfen, um alle afrikanischen Länder von ihren Kolonialherren zu befreien. Wer darauf Bock hat, der kann bleiben. Und wer lieber weiter Geo sehen will, der... von dem verabschiede ich mich für heute. Und viel Spaß bei Geotastic, bei wem immer ihr auch guckt, oder vielleicht auch gar keinen, weil ihr selbst spielt. Bis zum nächsten Mal. Und euch allen noch einen schönen Abend. So. So. Propagandakalle freut sich. So. So, was haben wir hier? Wir müssen den Titel ändern. Und zwar. Kommi Südafrika. Gegen die Welt. So fühlt es sich an. Ist ein Titel, da würde ich auf jeden Fall mal draufklicken. Kategorie. Hearts of Iron. 4. Schnubbelidub. Hier. Hearts of Iron 4. Was ist hier? Genau, das passt alles. Dann kommt's jetzt wie immer. Ich werde jetzt auf die Toilette gehen und ein bisschen neues Wasser holen. Euch spiele ich so lange eine Werbung ein. Ich starte schon mal das Spiel. Und wenn ich wiederkomme, geht's los. Das, was der Kalle sagt, und ich wünsche euch jetzt. Ich zeige vielleicht auch meinen privaten Spielstand gleich nach heute wieder am Ende. Aber jetzt, wie angekündigt, für mich Pipi-Pause und Trinken holen. Für euch ein kurzer Werbespot. Bis gleich. Bah.